Hallo, hallo, Ben Welland hier und willkommen zu der Mitte Teil 4 bei euch an diesem Sonntag. Bei mir ist immer noch Mittwoch. Heute habe ich ein bisschen künstliches Licht, weil wir erwarten einen Hurrikan in ein paar Stunden. So, ich hoffe, es wird nicht so schlimm. Die sagen Hurrikan Stärke 2. Ich bin mal durch einen Hurrikan 4 gegangen, da sind alle die Fenster raus, Türen rausgeflogen, Dach abgehoben. Nicht so schön. Hoffe, dass es nicht so schlimm wird. Schauen wir mal. So, deswegen nehme ich das jetzt ein bisschen früher auf, weil ich weiß nicht, ob ich morgen noch Strom habe und so weiter und so fort. Ne? Okay, so, die Mitte Teil 4. Aber bevor wir anfangen jetzt, möchte ich euch sagen, erstmal vielen herzlichen Dank für all diese privaten Messages, die ihr mir zuschickt. Echt, finde ich ganz super, ganz klasse. Da war einer, der Hans Hermann, der hat mir ganz nett privat geschrieben und hat mir auf einmal alle möglichen Bilder von mir geschickt. Unter anderem ein Bild, Mann, da bin ich so froh, Hans Hermann, danke dir so sehr. Ich hatte zwei Covers auf einem Magazine in meiner Karriere. Und beide Covers, beide Magazins, weg, verloren, irgendwie, weiß ich, unglaublich. Und, aber er hat mir ein Bild geschickt von meiner ersten Cover 1987, wo ich auf dem Cover war, von der Body World oder whatever. Bin ich total froh drüber. Und habe ich zumindest das Bild, zwar nicht das Magazin, aber das Bild. So, fehlt mir jetzt nur noch eins, ne? Aber wie gesagt, super, danke, danke. Werde ich schön vergrößern und dann einrahmen lassen und so weiter. Des Weiteren, Burley, leider weiß ich deinen Vornamen nicht, Nachnamen gar nicht. Ich weiß nur deinen Namen, den du an YouTube hast. Hat mich auf aufmerksam gemacht, dass da natürlich, es gibt einen Unterschied zwischen der lange Tönen und der dümmsten Tönen, ne? Ja, und es war der lange Tönen, der mir den Job im Roxy gegeben hat oder vermittelt oder wie auch immer ihr das sagen wollt. Ja, der lange Tön, ne? Nicht der dummste Tön, ne? Habe ich einen Fehler gemacht, ne? Scheiße passiert, ja? So, was auch ziemlich gut oder interessant war, am Montag hat mich der Helmut Riedemeyer angeschrieben. Der scheint ja auch meine Videos zu schauen. Hallo Helmut, wie geht es dir? Soll man rauchen? Nein. Okay, so, der sagt zu mir, hey, wann war denn der Blume eigentlich Mr. Universum? Na ja, na, 74 oder ich wusste es nicht, ich wusste nicht genau, ich wusste in den 70ern aber nicht genau. So, dann hat er mir einen ganz interessanten Artikel geschickt von dem Herrn Blömer. So, der Karl Blömer wurde Mr. Universum 1971, das ist richtig. Aber man hat ihm den Titel sofort danach aberkannt, weil der schöne Herr Blömer war schon ein Profi gewesen und ist dann bei den Amateuren gestartet. Naja, ist ja nicht so schön und funktioniert auch nicht. Ne? So haben sie ihm den Titel wieder weggenommen. Hasta la vista, Blömer. Und, aber das hat ja irgendwie, hat den gar nicht interessiert. So, Karl Blömer, Mr. Universum. Ist so geblieben, war so, obwohl es war nicht so, ne? Denn der Helmut Riedemeyer wurde dann Mr. Universum an der Stelle von unserem Karl Blömchen, ne? Dem Karl Blömchen. Schöne Haare, ne? Hat mich auch da einer mal angeschrieben. Ich danke euch wirklich für all die netten Kommentare, besonders in meinen privaten Messages. Und bitte, falls ihr noch nicht zu meinem Channel subscribed habt, und ich hasse das, wenn ihr das immer auf YouTube sagt, oh, subscribe to my channel oder blablabla. Aber bitte macht das, ja, wär super toll und Kommentare und so weiter. Ihr wisst schon, ne? So, jetzt die Mitte Teil 4. Fangen wir doch mal an. Okay, wie gesagt, ich bin zum Klaus und Rolli ins Studio gegangen. Und das Studio war neu und war gut, ne? War richtig schön. Und da habe ich so eine kleine Süße kennengelernt. Ihr Name war Dagmar. Ne? Schön, sie war 17, die hatte schöne blaue Augen und blonde Haare und einen schönen Arsch. Und die war super nett und echt hübsch. Ne? Gesicht richtig, richtig hübsch.
Und dann haben wir halt so eine Beziehung angefangen, ne? Und das war richtig gut. Wir haben uns super verstanden, ne? War richtig geil. Und der Klaus und der Rolli, der haben mir dann erstmal schön einen Schlüssel gegeben fürs Studio, ne? Dankeschön. Und was hat dann Dagmar nicht gemacht? Na ja, haben wir erstmal alle diese Maschinen schön eingeweiht, ne? Man muss ja jede Maschine mal einvögeln, ne? Wie man so schön sagt. So, haben wir schön, ne? So, alle Maschinen mal durch und fertig. Aber keine Sorge, Rolli, immer schön sauber gemacht. Nichts davon übrig geblieben, okay? Okay, so, für mich war klar, ich wollte wieder Meisterschaften machen. Hab wieder angefangen, richtig, richtig hart zu trainieren. Dann habe ich mir überlegt, okay, so, man muss ja Realist sein, ne? So, zu dem Zeitpunkt wusste ich, meine Genetik sind nicht so superior, um jetzt da mal Mr. Olympia zu werden. Aber trotzdem habe ich gedacht, kann ich vielleicht noch ein bisschen weit kommen. So, dann habe ich mir aber gedacht, ich brauche irgendwie was Besonderes, ne? Etwas, was mich von den anderen unterscheidet. Und da meine Beine ja schon ziemlich gut waren, ja, die waren jetzt nicht Weltklasse oder irgendein Scheiß, ja? Aber die waren schon ziemlich gut. Habe ich gedacht, weißt du was? Ich mache den ganzen Fokus auf die Beine. Ich trainiere wie so ein verrückter Berserker, ja, bis nichts mehr geht. Und ich versuche jetzt einfach mal verschiedene Trainingsmethoden, um diese Dinger wachsen zu lassen und richtig bum 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 definiert zur gleichen Zeit. Ne? So, dann habe ich mal so einen Artikel gelesen über 50 Sätze Kniebeugen. Ne? Aber wer macht schon 50 Sätze Kniebeugen? Ist egal. Ne? Ich sage, ach, weißt du was, jetzt mache ich mal 50 Sätze Kniebeugen. Ne? Und das erste Mal, wie ich die gemacht habe, war ich alleine. Ne? Habe ich alleine gemacht. Ne? So, dann habe ich angefangen, ganz normal meine Kniebeugen zu machen. Und erstmal die ersten vier habe ich schwer gemacht. Ne? Richtig schön schwer. Und dann Gewicht runtergenommen. Ach, ich weiß nicht mehr, ich habe glaube ich mit 120 Kilo angefangen. Und dann habe ich immer 6 Wiederholungen gemacht. Ne? 6 Wiederholungen und wieder rein. Ne? Und dann wieder ein bisschen gewartet und 6 Wiederholungen und wieder rein. Ne? War am Anfang okay, ne? Ja, nicht so schwer, ne? Aber nach 20 Sätzen fing es dann schon an, ne, ein bisschen wackelig zu werden. Und dann natürlich, ne, je länger du machst, ne, 25, 30 Sätze, aber Mann, das ist total hier, ne? Total hier und hier, ne? Nicht die Beine oder so. Scheiße, ist like echt eine mentale Geschichte. Wenn du jetzt anfängst, drüber nachzudenken, du hast jetzt schon 25 Sätze gemacht, oh, jetzt mache ich noch 25, oh, fuck, machst du gar nicht, dann gehst du kaputt, so, du darfst da überhaupt nicht drüber nachdenken, ne? So, du musst einfach nur so, ne? Tunnelblick, ein Satz mehr, ne? Und dann machst du einen Satz mehr und, keine Ahnung, ein Satz mehr. Und dann habe ich gar nicht mehr gezählt, dann habe ich mir immer so diese kleinen Scheiben genommen, ne? So die ein Viertel Kilogramm, ne? Und dann habe ich mir so 10 auf eine Seite gelegt, ne? Und dann nach jedem Satz so eine Scheibe raus. Auf die andere Seite, ne? So, und dann wusste ich, wenn alle Scheiben drüber waren, 10 Sätze, ne? So, andererseits hätte ich das überhaupt nicht gerafft. Aber, wie gesagt, das erste Mal habe ich, glaube ich, 3 Stunden gebraucht. Ist natürlich viel zu lange, ne? Aber, es war das erste Mal, ich musste mir auf mich zukommen und holy shit, ne? Meine Beine danach, die waren fertig, ja, fertig. Ich habe so gezittert, ne? Und ich musste natürlich auch runtergehen, ich glaube, bis auf 100 oder 90 Kilo, in den letzten Sätzen, weil ich habe 6 nicht mehr geschafft. 6 war Minimum und Maximum zur gleichen Zeit. Und wenn ich dann nur noch 5 geschafft habe, okay, Zeit, um Gewicht runterzunehmen. Ne? So, und ich weiß noch, das erste Mal, da habe ich mich danach hingesetzt, ja, saß ich dann so, ne, oh, total kaputt. Und nach 15 Minuten habe ich versucht aufzustehen. Ne? Ging überhaupt nicht. So. Scheiße, ne? Muss mich irgendwo fesseln. Und erstmal hochziehen, ne? Meine Beine total versagt. Und dann eine Woche lang den absoluten Horrormuskelkater, ne? Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hab Angst gehabt, auf den Klo zu gehen. So, oh Scheiße, ich muss auf den Klo gehen. Oh! Und dann, ne? Hast du dein Ding gemacht. Und dann wieder, oh! Scheiße, muss er aufstehen, ne? Oh, die Schmerzen, ne? Aber jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich mindestens einen halben Zentimeter an den Beinen aufgebaut. Eine Woche später waren die da, ne? Also unglaublich. Aber du kannst das immer nur alle 2 Monate mal machen, ne? Vom physischen her
und psychischen meine ich, und physischen, anders geht das nicht, sonst trainierst du auch. Du wirst übertrainiert, das ist einfach zu viel, ne? So, aber nach dem ersten Mal habe ich mir dann einen Trainingspartner gesucht, ne? Und ich musste das auch schneller machen. So, ist besser, wenn du einen Trainingspartner hast, ne? Nein, raus, rein, raus, ne? Ihr wisst schon. Und da war einer, so ein Typ, und der hatte überhaupt keine Muskeln, ne? Und der hieß Ralf. Und der hat bei der Post gearbeitet. Und sein Bruder irgendwie hieß Michael, ne? Und die haben beide beim Rolli im Studio trainiert. Und die waren beide bei der Post, ne? Und leider weiß ich den Nachnamen nicht oder wie auch immer. Was ich weiß, ist, dass jedes Mal, wenn Karneval war, ne, waren die zwei eine Woche lang besoffen. Ne? Waren die nirgendwo aufzufinden als in der Kölner Innenstadt in irgendeiner besoffenen Kneipe. Naja, ist auch egal, spielt keine Rolle. Aber der Typ, wie gesagt, hat überhaupt keine Muskeln. Aber der hatte Herz, Mann, ohne Ende. Ne? Der Typ, da haben die, okay, war total... Ne, ist mir um den Sack gegangen, muss hier mal die Gewichte runtermachen. Also der hat dann mit 60 Kilo nur gemacht, ne? Aber der hat's gemacht und der war voll dabei, ne? Voll Kanne. Ja, richtig geil war der. Der hat mich echt motiviert. Der hatte nichts, ne? Keine Muskeln, keine Arme, keine Beine, aber Power. Und der hat mich echt motiviert, ne? So, und dann haben wir dann ein paar Mal zusammen das gemacht, ne? Wie gesagt, nur alle zwei Monate, ne? Und der Typ war echt so geil, hat mich immer so gepusht und das war immer super. Und dann haben wir dann, ich glaube beim ersten Mal so 2,5 Stunden gebraucht und dann nachher wurden wir besser und besser. Und dann war es dann mal 2 Stunden, 10 Minuten oder so, war sich das dann so um die Zeit eingependelt. Ne? Und dann habe ich das auch mal mit ein paar anderen versucht, wenn der Ralf jetzt irgendwie nicht da war. Aber die waren alle so, you know, die haben dann in der Mitte des Trainings, oh, so Scheiße, Kara, mach ich nicht, ne? Oh, du bist ja bekloppt, ne? Oh, Scheiße, lang in Ruhe. Weg, ne? Und einmal hat so einer mitgemacht, der hieß auch Michael. Ich glaube, der wollte auch einen Wettkampf machen, hat er mal nie gemacht. So ein junger Typ war das auch. Und der hat das einmal mitgemacht, ja, mach ich nie mehr, nie mehr, ne? So, so war das, ne? Aber wie gesagt, für mich war das ein Muss. Ich wollte unbedingt mich von den anderen absetzen. Ich wollte unbedingt ein Markenzeichen haben, meine Beine. Und ich wusste, dafür musst du halt so ein bisschen sterben. Ne? Okay, sterbe halt so ein bisschen. Ne? So, ich hatte mich dann entschlossen, bei dem Ruhrpokal mitzumachen. Ja? Ich war jetzt mittlerweile 23 Jahre alt. Und hab gedacht, Mann, was mache ich denn jetzt mal für eine Meisterschaft? Ne? Ich war so richtig gut im Training. Und dann habe ich gedacht, ah, nimmst du doch den Ruhrpokal. Das ist eine ziemlich gute Meisterschaft immer. Ne? Und dann habe ich mich auf die Meisterschaft voll vorbereitet. Ne? Und Cardio, wisst ihr ja damals, oh, wisst ihr vielleicht gar nicht, wir haben überhaupt kein Cardio gemacht. Ne? Es ging alles nur übers Training und Diät. Ne? Und Diät war sowieso nur 8 Wochen. Ne? Wie gesagt. Alles war anders früher, ne? So, und dann habe ich mich da vorbereitet auf den Ruhrpokal, ne? Und jeder hat mich unterstützt in dem Studio und war richtig geil, ne? Motiviert, unterstützt, immer war richtig gut. Aber dann, noch ein anderes Ding, im Winter, muss ich mal ganz schnell sagen, im Winter, ne? Beim Rolli und Klaus, eine Woche auf einmal die Heizung ausgefallen, bums, ne? Nichts mehr, ja? Kalt, ne? Du warst im Studio und dann, oh, you know, ne? Und diese, ne? Also wenn du draußen im Eis stehst, ne? Und diesen Atem rausatmest, ne? Aber volle Kanne wie Nebel, ne? So kalt war es. War uns egal. Ne? Haben uns 3, 4 Sweatshirts angezogen, ne? Ins Studio. Oh, kalt, egal. Handel angefasst und oh, Scheiße! Total! Das Eisen, ne? Gefroren an deinen Händen. Oh, okay. Mussten wir halt natürlich Handschuhe nehmen, ne? Sonst wäre das die Handeln an unserer Hand festgefroren, ja? Aber ja, ne? Handschuhe oder so ein paar Lappen und dann ging es weiter, ne? Geht immer weiter, unkaputtbar, ne? Training muss weitergehen. So, jetzt komme ich zum Ruhrpokal. Ruhrpokal war richtig geil, ne? So, ich war dann am Backstage und ich war super motiviert und ich sah, ach, gut aus, habe ich auf jeden Fall gedacht, ne? Wusste nicht so genau, wo ich gestanden habe, hatte ja jetzt 1,5 Jahre, war ich nicht mehr auf der Bühne gewesen, nach meinem 2. Platz auf der Deutschen Meisterschaft. Und dann kam ich raus, ne? Und Publikum total geil, ne? Yeah, ne?
schon gemerkt, oh, vielleicht siehst du ja doch schon ganz gut aus, ne? Und dann waren Leute am Schreien, Mann, das sieht aus wie ein Ami. Ich so, ja, Mann, okay, sieht aus wie ein Ami, nicht so schlecht, ne? Und dann war ich total, also ich war so, wie soll ich mal sagen, so super motiviert, ne? Hinter der Bühne habe ich mich aufgepumpt und dann habe ich rumgeschrien, oh, oh, oh. Und jeder hat gedacht, Mann, der Hülle ist total bekloppt. Guck dir den mal an, der schreit da rum beim Aufpumpen. Und ich war so voll Ehrgeiz, ich will gewinnen, egal, muss Maske machen, ja. Und ja, ja, Mann, der Hülle ist total bekloppt, geh da bloß nicht hin, ne? Komm dem nicht zu nah, ne, der ist wahnsinnig. Ja, und dann bin ich dann raus und dann hatte ich meine Klasse gewonnen und dann bin ich wieder hinter die Bühne. Und dann kamen die Judges und gesagt, pass mal auf, gleich nach dem Gesamtsiegerstechen, da ist auch nochmal ein Stechen für die Weltmeisterschaft. So, wenn du willst, kannst du da mitmachen, ne? Ich sag, oh, Weltmeisterschaft, ja klar, mach ich mit, ne? So, dann bin ich raus, hab den Gesamtsieg gemacht, ne? Und da waren halt so vielleicht, ich weiß nicht, so 30, 40 Leute oder so vom Klaus und Rolli im Studio. Und die waren alle, weiß ich noch genau, hab ich meinen Gesamtsiegerpokal genommen. Und dann standen die alle da und ich weiß auch noch, Ralf und Micha, die zwei von der Post, die waren auch da und ja, 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 ja. Und es war super geil, ne? Hat mich so gut gefühlt. War echt der Hammer. Ey, Ben war wieder da, Ben ist zurück, ja? Und dann, wie gesagt, direkt danach die WM-Qualifikation und auch gewonnen, ne? So, jetzt fahren wir zur Weltmeisterschaft. Oh, scheiße. Jetzt fahre ich zur Weltmeisterschaft. Hab ich ja gar nicht mitgerechnet, ne? Aber Weltmeisterschaft ist halt so, ne? So, und jetzt war da so ein Freund von mir auf dem Ruhrpokal. Den kannte ich ja. Der hatte früher auch im Vollenwalder Studio trainiert. Der hieß Bernd. Und der hatte jetzt sein eigenes Studio gehabt, so 400, 500 Kilometer von Duisburg. Wir waren ja in Duisburg, ne? Und dann hat der gesagt, ganz spontan, pass mal auf, fahr ganz nach Hause, du kommst jetzt mit mir mit und morgen machst du einen Gastauftritt in meinem Studio. Okay. Und dann sind wir, hat er so einen Van gehabt oder so, ne? Und Dagmar war da. Und dann bin ich mit Dagmar und in den Van rein, aber hinten rein, ne? Gar keine Sitze oder so, ne? Haben wir irgendwie so auf dem Boden gesessen. Und ich hatte da meine drei Pokale gehabt. Und dann haben wir auf einmal an der Tankstelle angehalten und hat er gesagt, oh, jetzt müssen wir das mal richtig feiern, ne? Jetzt hier ein bisschen Champagner kaufen. So, okay, jetzt hatte ich ja... Erinnert ihr euch noch, in der Anfang Teil 1 habe ich ja meiner Mutter versprochen, ich würde niemals mehr Alkohol trinken. Und ich hatte bis zu dem Tag niemals mehr Alkohol getrunken. Auch nicht hinter der Bühne zum Warmmachen. Nichts. Null. Zero. Ich sage, okay, Ausnahme. Trink mal ein bisschen Alkohol, ne? Und dann hat er die ganzen Pokale so abgefüllt mit Champagner, ja? Und er sagt, und ich saß da hinten, ne, im Van, so, ne? Immer hin und her, ne? Wie gesagt, keine Sitze. Und dann den großen Pokal mit dem Champagner. Ja. Und die Venen rausgepoppt, ja, wie verrückt. Und dann sind wir dann nach, ich weiß es nicht, 3, 4, 5 Stunden, wie gesagt, kein Plan, dann da angekommen, irgendwo in Bremen, weiß ich nicht mehr. Und ich war total besoffen, ne? Ich nur aus dem Van und, was ist hier so? Haben nämlich nur noch ins Hotel und tschüss, ne? Dann am nächsten Tag hat er gesagt, so, jetzt mach ein totales Seminar in meinem Studio, ne? Bezahle ich dir richtig schön. Und dann machst du am Schluss, ne? Schönes Posing. Ich habe hier so ein Podest gebaut für dich, ne? Richtig geil. Ich sage, ja, mach ich, kein Problem, kein Problem. So, dann habe ich dann das Seminar gemacht. Waren auch ganz viele Leute da und war richtig gut, ne? Richtig Spaß gehabt. Und jetzt machen wir Posing, ne? So, dann gehe ich in so einen Raum rein und fange mich an warm zu machen, ne? Aber irgendwie habe ich keinen Pump, ne? Wie eine Luftpumpe, ne? Bernd, irgendwie. Und dann habe ich mich an Champagner erinnert. Ne? Weißt du was? Ich brauche so ein bisschen Alkohol, ne? Dann sag ich, Bernd, hast du irgendeinen Alkohol? Dann sag ich, eins, was ich habe, ist so ein bisschen Tequila, ne? Tequila, ja, okay, gut, ne? Keine Ahnung, niemals Tequila in meinem Leben getrunken, ne? Da, komm, gib mir einen Schatz, ne? So ein Glas, ne? Und ich nehme Tequila und und so, ne? Pump und nix. Ich sag, Bernd, bist du sicher? Sag, komm, trink noch einen, ne? Und der zweite Tequila und ich. Und nix. Ich sag, was ist das für eine Scheiße, ne?
So, ich pumpe wieder rum, ne? Sag, Bernd, gib mir ein paar. Ich so, 3, 4, 5, ne? Schön Tequila rein, ne? Und immer noch nichts. Hab ich gedacht, das ist ja wieder scheiße. Das klappt doch auch nicht. Gestern schön die Wehen rausgekommen, ne? Im Van, wo ich die echt nicht brauchte. Und jetzt trinke ich hier ein Tequila nach dem anderen und nichts passiert, ne? So, scheiße. Okay, hat mir nochmal ein Tequila gegeben. Und da habe ich gedacht, ach, weißt du was, jetzt gehe ich einfach raus, ne? So, dann bin ich dann raus. Aufs Podest, schön drauf, ne? Mach die erste Pose und auf einmal, bang! Wie so ein Sledgehammer, puff! Der Alkohol, boah, in meinen Kopf rein, ne? Ich so, oh, fuck, ne? Hab ich gedacht, ich wäre so wie aus in so einem Boot auf dem Seesturm, ne? So links und rechts und alles hat sich gedreht und ich so, scheiße! So, jetzt habe ich einen zu posen, ne? Und ich konnte kaum die Posen halten, ja? Und jetzt haben die natürlich die Leute da das gemerkt und dann fingen die an zu lachen. Ne? Und jetzt fing ich auch an zu lachen. Ne? Und jetzt habe ich die komischsten Posen gemacht. Ne? Weiß ich nicht. Irgendwie die krummsten Dinger. Ne? Und ich war am Lachen und die Leute am Lachen. Ne? Und eine Riesengaudi. Und, alle, ne? Und irgendwie war ich dann fertig. Und ich war total besoffen. Ne? Und dann bin ich dann so ganz wackelig von dem Podest runtergegangen, zurück in die Umkleide, ne? Und dann haben wir hingesetzt und alles hat sich gedreht, ne? Und dann kommt der Bademeister, was machst du denn? Was machst du denn? Du musst raus! Zugabe! 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 Und ich so, oh, dann später! Später! Sagt er, wie später? Jetzt! Du musst jetzt raus! So, Bernd, ich kann nicht, ich bin total besoffen! Ach, so! Bin ich gar nicht mehr rausgegangen, ne? So, jetzt hatte aber der Bernd etwas organisiert in so einem super spitzen Restaurant, ne? Zum Essen gehen. Und er hat dann so 20 Leute eingeladen, so ganz speziell. Die konnten mir dann spezielle Fragen stellen, ne? So war ein Seminar nach dem Seminar, ne? Okay, so, wir gehen direkt danach, ne? Zum Restaurant, ja? Und ich sitze an dem Tisch, ne? Und ich bin total besoffen, ja? So, ich sitze an dem Tisch. Und ich stelle mir all diese Fragen, ne? Ha, wie trainierst du das, ne? Und wie kriegst du dicke Arme und das? Und ich saß dann nur, ja. Ja, ich konnte überhaupt keine Antwort mehr geben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt nichts geschnallt, ne? Da habe ich nur gedacht, oh, ich drehe mich so. Was mache ich denn jetzt? Und dann kam die nächste Frage. Ah, und wie kriegst du denn deine Beine so dick? Und ich so, ja, genau. Dann habe ich gedacht, okay, scheiße, was mache ich jetzt? Pass mal auf, ich gehe jetzt aufs Klo und dann nehme ich ganz viel Wasser in mein Gesicht, ne, und halte auch meinen Kopf vielleicht unter Wasser oder irgendwas. Ne? Ich bin total besoffen, das geht gar nicht. Dann habe ich versucht aufzustehen, ne, so. Total besoffen. Ging gar nicht, ne? So, und dann haben die das Essen gebracht, ja? Und haben das Essen schön hingestellt, ne? Und ich habe nur so aufs Essen geguckt, ne? So, und so, und so, und weg! Mit dem flachen Gesicht ins Essen rein, bumm, und aus! Weg! Und das nächste, was ich mir erinnern kann, wache ich auf am nächsten Morgen im Hotelzimmer mit Dagmar. Ich sag, Scheiße! Was passiert? Naja, die haben dich da aus dem Restaurant rausgetragen. Ich so, wow, scheiße. Ich sag, okay, dann mal, weißt du was? Lass abhauen. Ne? Nimm den nächsten Zug und tschüss. Und weg. Ne? So, dann sind wir dann abgehauen, zurück nach Köln. Und jetzt musste ich mich ja vorbereiten für die Weltmeisterschaft. Ne? Und auf einmal kriege ich sowas mit, dass jemand sagt, pass mal auf, da ist so eine neue Meisterschaftsding in den Diskotheken, geht da ab. Da kannst du richtig Geld machen. Die haben da so 15, 16 Qualifikationen in ganz Deutschland und das Finale ist dann hier in Köln und der Sieger kriegt 2500 Mark oder eine Reise nach Acapulco oder irgendwas. So, ja, okay, jetzt war ich aber so,
ist nicht so mein Ding, ne? Ich will ja nicht rein in die Disco, ich weiß genau, wie die Leute sind, ne? Sagt jeder, ist zum Kotzen und all so Scheiß, ne? Und dann habe ich mir das aber überlegt, ne? Jetzt hatte ich ja immer noch, ne? Nicht irgendwie großes Geld oder irgendwas. Habe ich gesagt, okay, dann mache ich das, ne? Und dann musste ich aber zuerst zu so einer Qualifikation. Aber das war in Köln, ne? Dann bin ich zu der Qualifikation da gegangen, ne? Und da kamen nur die ersten beiden oder so weiter dann zum Finale später, ne? Und dann erinnere ich mich genau, wir kamen raus und die hatten da so eine Bühne gemacht und dann die ganze Reaktion der, speziell der Weiber, ne? Ich könnte kotzen, wie sehen die denn aus, sind zum Kotzen so scheiße, ne? Wer will den Mann wie das haben? Und all diese negativen Scheißkommentare, ne? Aber nur ständig. Und da war ganz besonders eine Ulle, ne? Die stand da, ne? Und die hat mich angeguckt. Und ich so, ne? Ich so, okay, ja, blöde Schlampe, ne? Und dann habe ich dann die Qualifikation hinter mich gebracht. Und dann gab es dann 250 Mark für den ersten Platz, ne? Dann habe ich dann schön den ersten Platz gemacht und war dann qualifiziert für das Finale, ne? Das Finale war dann so 2 Wochen vor der Weltmeisterschaft, ne? Jetzt war ich natürlich, ne, gut in Form, gar kein Problem. Und dann bin ich zum Finale und bumm, hab das ganze Ding gewonnen. Und dann hat er gesagt, so, du kannst jetzt eine Reise nach Acapulco haben oder 2500 Mark. Ich sag, komm, gib mir das Geld, ne? Und dann hat er mir das Geld genommen und dann kam dieses Mädchen, die da stand, kam die hinter die Bühne, ne, ganz freundlich, und, oh, du bist so toll, und, oh, und dann hat die mich schön eingeblasen, ne, also ein bisschen, ne, nicht zu viel, ja, aber halt so schön, ne, Winzen in den Mund und schön ein bisschen geblasen, ne, und dann war es auch so, ne, nicht gekommen oder irgendwas, ne, so, dachten wir ja auch noch da, ne, irgendwie da, ja, wie auch immer, dann ist das halt passiert, Geld mitgenommen, alles gut, so, nächster Stopp war dann die Weltmeisterschaft. Und die Weltmeisterschaft kommt dann in den Mittelteil 5. Ja, so ist das. Weil ist absolut der Hammer, was da abgelaufen ist. Richtig, richtig geil. Und wie gesagt, das braucht dann schon seine eigene Sendung. Die Mittelteil 5. Nächsten Sonntag bin ich wieder bei euch. Ich hoffe, wenn der Hurricane uns nicht aus der Vista bin, ne, irgendwie hier wegfliegen und so. Naja, hoffen wir nicht, ne, hoffen wir das Beste. Nochmals vielen Dank an alle, die mir private Messages schicken, an alle, die mich unterstützen. Mann, richtig geil, freue ich mich. Macht die Kommentare on YouTube, weiter. Schöne Grüße nach Köln, ja, zu meinen Old-Freunden. Oder wie man dann sagt, ich bin immer so Juden Kölsch, ne? Ich spreche ja nicht mal Kölsch. Ja, und das einzigste Mal, wenn ich Deutsch spreche, ist nur zu euch. Weil den ganzen Tag spreche ich ja nur Englisch und Spanisch. Ne? So, also. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und von hier an nur noch Training und Bodybuilding, Wettkämpfe und noch ein paar ganz schöne andere interessante Sachen, die ich euch erzählen werde, okay? Also bis zum nächsten Mal. Ben Wellen sagt, out.